Und jetzt sagen wir mal öffnen. Weiter mit Google, weiter mit Facebook oder mit einem existierenden Account anmelden. Jetzt müsste es besser laufen. Jetzt machen wir nochmal Auto hinzufügen, Volkswagen, Passat. Und jetzt nicht 1996, sondern 2096. Einen B8 Diesel. Geil und endlich. Und jetzt sagen wir, verbinden mit dem Carly-Stecker. Weiter mit dieser Verwendung. So, jetzt. So, und jetzt machen wir noch mal eine Diagnose. So, und jetzt sind es auch weniger. Zeige 4 Fehler. ABS-Bremsen schlecht. Abstandsregel, Airbag, Zentralelektronik ein Fehler. Datenbus, keine Kommunikation, unkritisch. So, und jetzt Diagnose beendet, 4 Fehler gefunden. Zeige die Fehler. Bin ich wieder dort. Und wo kann ich sie löschen? Ich will es ja löschen, aber ich kann es nicht. Hier muss es doch irgendwo löschen können. Steuergeräte können ausgelesen werden. Okay, Digital Garage kann deine Codier-Backups verwalten. Ja, okay. Kombi, Tacho, Einparkhilfe, Bereiche für Zentralelektronik. Multimedia Interface, Gateway, Klima, Bereiche vom Türmodul, Beifahrer. Bereiche für Bremse, Reifen und da haben wir das. Ausgewähltes Steuermodul. Steuergerät auslesen. Ich hoffe, geht nichts kaputt. Okay. Gespannstabilisierung, Stabilisierung des Bergeinfahrsystems interessiert mich nicht. Machen wir mal zurück. Bereich für Türmodul, Beifahrdings, Klimaheizung, Bereich für Gateway, Motor, Start, Stopp. Einparkhilfe für ein Tacho habe ich was. Machen wir hier nochmal die Fernlicht, Heckspoiler, Cabrio etc. So, was haben wir da? Freischalten der Bremstöne, Freischalten Menü, Komfortfunktion, Heckscheibenwischer,
Fernlichtassistent, Warnblinker, Standblinker, Blinker, Blinker, innere Rückleuchte, innere Rückleuchte, innere Rückleuchte, Dimmer der Kennzeichennebel, Dimmer, die Aktivierung, Blinker, links, vorne, rechts, Standlicht, Abblendlicht kann ich einstellen, Helligkeit kann ich einstellen, Schlusslicht kann ich einstellen, Rückfahrlicht, links, Rückfahr, Fußraumbeleuchtung kann ich einstellen. Temperatur der Sitzheizung, das brauche ich alles nicht. Dann habe ich noch Kombi, Turbo, Blinker, Kombi-Instrument, Tacho, Telefon, Warnungen. Warnungen, vielleicht will ich das. Laptimer, Startlog und Bordcomputer, Zeigertest aus, Gurtwarner an, die Aktivierung dauert, Ton bei Zündung an, Position Kompass, Anzeige Datum, Streckeneinheiten Kilometer, Geschwindigkeitseinheiten an. Telefon, Temperatureinheit, Grad, Dings in Celsius, 24 Stunden, Volumen, Liter, ist alles normal. Anzeige, Nachttankmenge, Nachttankmenge. Batterieladezustand, interessiert mich nicht. Also, okay, brauche ich auch nicht. Fahrzeugmenü. Aktivierung Entwicklermenü. Da ja. Sommerautomatik interessiert mich auch nicht. Gateway für Motor, Start, Stopp, Klima, Sitzheizung. Türmodul, Beifahrer und Spiegel. Absenkung Beifahrspiegel, der ist an. Freigabe synchrone Spiegelverwaltung ist an. Beides. Dann haben wir noch Bremse haben wir vorher gehabt, Klimatisierung haben wir gehabt. Start, Stopp, Motor. Tja, das Einzige, was mich nur interessiert hätte, wäre gewesen, dass die Fehlermeldung nicht angezeigt wird. So. Dann haben wir noch Individualisierung, Live-Parameter, Fehlerinformation, Kilometerinformation. Durchschnittliche Manipulationsrate 9%. Guck mal das. Kilometerstand. Vergleichbare Fahrzeuge. VW freigeschaltet. Einstellungen. Dann haben wir noch beliebte Codierungen. Carly Community. Kilometer Information. Fehlerinformation hatten wir noch. Haben wir schon ein paar Mal gehabt.